Wolle gekauft. Passende Größe Stricknadeln. Und die große Strickschule. Ich flüstere, weil ich auf dem Balkon sitze, weil drinnen ist das Licht nicht mehr gut. So, und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil von Paland Papap verbessern sich. Im ersten Teil hat Harald, wie wir uns erinnern können, Polnisch gelernt und Mario Orgel spielen. Nun im zweiten Teil zwei völlig neue und ähnlich große Herausforderungen. So, schon mal ein kleiner Zwischenbericht von dem Aufräumen. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass ich da erfolgreicher bin als beim Polnisch. Und zwar deutlich. Es ist noch nicht viel geschehen, aber wir befinden uns ja auch gerade erst im Anfang der Aufräumphase. Ich habe schon ein bisschen Altglas weggebracht, ein bisschen Müll rausgebracht. Ein bisschen angefangen zu spülen. Tja, da ist der Grundstein gelegt. Doch was machen eigentlich Christian und Christina, um dem Ziel, sich endgültig zu verbessern, ein wenig näher zu kommen? Zentnerweise Müll rausgebracht, Altpapier, Dutzende Flaschen ins Altglas geschmissen. Ich mache den Kreuzanschlag und mit zu und Mund kann ich ihn noch nicht, aber es ist Tag 7 heute. Also ist nach wie vor keine Frage von Geschick, aber ich habe es verstanden und jetzt habe ich hier den Stock voll. Das macht man auf zwei Stöcke, weil das muss ein bisschen fluffiger werden am Ende. So. Ich habe recht viel Schmutzwäsche gewaschen, zum größten Teil auch schon wieder eingeräumt bzw. aufgehängt oder was auch immer. Aber das Ergebnis sieht noch nicht besonders vielversprechend aus. Da muss noch mehr geschehen. Auch gespült habe ich ein wenig, aber es ist einfach immer noch eine ganze Menge Drecksgeschirr da. Ich möchte gerne die Rückreihe links stricken. Das muss ich jetzt lernen. Ich habe das gesehen, wie das Muster aussieht dann. Ja, das sieht besser aus, als wenn ich die Rückreihe rechts stricke. Oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr. Wird man ja nachher sehen. Schlafzimmer. Die Schmutzwäsche ist das hier. Das hier ist Sonderzeug.
Ist deutlich weniger. Da hinten ist ein bisschen weniger Unordnung. Die Bettwäsche ist zwar genau dieselbe wie ursprünglich, aber sie ist in der Zwischenzeit mal gewaschen worden. Tag 8. Ich muss links linke Maschen lernen. Die rechten klappen schon ganz gut. So, gucken wir mal hier. Also im Vergleich zum Anfang ist deutlich weniger Altpapier. Müll habe ich zwar auch schon mehrmals weggebracht, aber könnte auch wieder neuen Müll wegbringen. So, hier sieht es immer noch ziemlich eklig aus. Ich habe aber schon einiges an Geschirr gespült und einiges muss ich noch spülen. Altglas. Ich habe ungefähr geschätzte 50 Weinflaschen dem Altglascontainer anvertraut und 10 neue geleert. Bier ist das Verhältnis, glaube ich, 20 alte weggebracht und 5 neue. Der letzte Tag stricken und ein paar Rückschläge, aber ich habe es gelernt und ich habe während der Zeit immer gedacht, das kann ich nicht lernen. Bei jedem Schritt habe ich gedacht, das ist unlernbar. Ich habe mir die Finger gebrochen, ich habe Kopfschmerzen gehabt und am letzten Tag habe ich richtig stundenlang gestrickt, gestrickt. Ich wollte was vorweisen am Ende. Und hat es auch Spaß gemacht. Also es ist anstrengend geblieben, es hat Spaß gemacht. Und dann am Ende, als ich dann da fertig war, kam das dabei raus. Von dannen, die Reize zur Sonne, der Nixe mit Wonne, lieg mal stark, ehe dir es nehmen. Fackel dir, bis er wir vor Ruck Pelze las. Ich habe mich also ertappt am Körper. Und hier ist das Ergebnis. Falls ihr euch nicht an die Menge Haare erinnert, die das auf dem Kopf waren, werde ich vielleicht nochmal einen Gegenschnitt machen. So, ich wollte nochmal dokumentieren, wie das jetzt war, was von meinem Kopf runtergekommen ist. Also hier, das ist meine Hand. Und das ist halt jetzt das Haar.